Veränderung. Wir sind in einer Zeit der riesigen Veränderung. Ich glaube, das wird keiner mehr bestreiten. Und ich freue mich, dass du hier bist bei dieser Sendung dabei, im Gespräch mit. Das ist eine Serie, mit der wir gerne unsere Referentinnen und Referenten vom Channeling-Kongress und Channeling-Portal vorstellen möchten. Und so freue ich mich riesig, heute Linda Giese begrüßen zu dürfen. Liebe Linda, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Hi, es ist mir ein großes Vergnügen und eine Ehre. Danke, dass ich dabei sein darf. Danke, Linda. Du bist Seinspotenzialcoach, du bist Chakrentherapeutin und hast einen wundervollen Podcast, den Nebel-Glücklich-Podcast, und warst auch bei uns natürlich schon bei Kongressen dabei, aber auch im Rahmen des Channeling-Portals. Linda, ich möchte mit dir heute in ein Thema einsteigen: die Veränderung bist du. Denn alle reden von Veränderung, Transformation. Wir sind in der Zeitenwende. Jeder hat andere Worte. Aber am Ende stellt sich ja die Frage eben, ja, wer verändert sich, worin und was gibt es hier für Potenziale, die wir für uns auch entdecken können? Was würdest du sagen, aus deiner Sicht, worin leben wir hier? Was machen wir hier überhaupt? Die Frage, die ist sehr speziell und wir haben es gerade schon im Vorgespräch festgestellt, dass es ganz, ganz schwer ist, diese Frage konkret zu beantworten und zu definieren. Vor allem dieses, worin leben wir? Und ich glaube, die stärkste Veränderung, die zurzeit passiert, ist in unserem Bewusstsein und in unserem Verständnis und in der Wahrnehmung der Dinge. Und der nächste Step wird definitiv sein, dass wir merken, wir sind nicht irgendwo drin und verändern uns in etwas und wir verändern die Welt, sondern die Welt ist in uns und nicht wir in ihr. Das, was sich verändert, verändert sich nicht im Außen, sondern alles, was wir als das Außen wahrnehmen, ist in uns drin. Und das ist spooky. Das kann auch ein Stück weit psychedelisch anmuten. Und doch ist es in meiner Welt aus jetzigem Wissensstand und Wahrnehmungsstand die Wahrheit. Alles, was sich im sogenannten Außen abspielt, passiert in uns. Nicht wir bewegen uns durch die Welt, sondern die Welt bewegt sich oder fließt durch uns. Ja? Genauso wenig die Zukunft einfach kommt, sondern sie bewegt sich durch uns durch. Nicht wir gehen in die Zukunft, sondern die Zukunft entsteht in uns und fließt durch uns. Und da wird mit Sicherheit ein riesengroßes spirituelles Erwachen stattfinden. Ja. Ja, das ist schon, ich sag mal, sehr tief, wie du es auch gerade beschrieben hast. Das löst im Grunde genommen viele Probleme, ne? Ob das jetzt ein Traum ist oder eine kollektive Matrix oder auch ein super animiertes Computerspiel oder tatsächlich irgendein Universum mit schwarzen Löchern und vielen Sonnen. Das alles ist dann im Grunde genommen völlig wurscht, wenn alles in uns ist. Und so sagt es ja auch Hermes Trismegistus in diesen ja, Grundsätzen, sage ich mal, den Grundregeln, wie innen so außen, wie oben so unten. Das heißt, alles spielt in uns. Wir sind die Zukunft, die wir erleben letztendlich. Das heißt, das, was momentan aber auch geschieht, ist von uns vorher schon erdacht, geschaffen, wie auch immer, also von uns letztendlich kreiert worden, oder? Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass all das, was existiert, was anfassbar ist, was sichtbar ist, was sich zum Beispiel auch materialisiert hat, genauso aber auch wie die Ereignisse, die wir sehen und wahrnehmen können, mit unseren physischen Sinnen, ist ja immer schon das Gewordene. Das heißt, all das, was wir sehen, was wir anfassen können, was wir erleben, ist letztendlich die Vergangenheit. Und das Hier und Jetzt ist unsere Seele, ein formloses Wesen, welches sich ergießt in allen Gefühlen, was Leid genauso braucht wie Freude, weil die Reibung dazwischen den beiden bringt die Bewegung hervor. Ja? Die Seele muss in Bewegung sein und braucht es die Reibung. Und das ist das Hier und Jetzt und das nehmen wir über unsere Gefühle wahr. Und die Zukunft ist das Geistige. Der Geist ist der Plan. Das ist wie ein Bauplan, worin die Seele sich ergänzt und dadurch entsteht die Manifestation, die Materie. Ja, das Werdende, was dann, wenn wir es wahrnehmen, das Gewordene ist. Das heißt, man kann sogar sagen, wir leben in der Vergangenheit. Aber
Die ganzen spirituellen Lehren sagen ja immer, oder die alten Weisheitslehren, lebe im Hier und Jetzt. Das geht, indem wir im Jetzt, in unserer Wahrnehmung und in unserem Gefühl präsent sind. Dann sind wir mit unserer Seele in Kontakt. Wir haben aber auch die Möglichkeit, in der Zukunft zu leben. Es ist Zeitreisen nur anders, als wir uns das vorgestellt haben. Denn immer dann, wenn wir geistig etwas erschaffen, das sind Informationen, die wie ein Plan entstehen, sich formatieren, das ist das, was werden wird. Das ist auch etwas, was sich sehr stark verändern wird für uns in der neuen Zeit, dass wir Verantwortung für unsere Kreationen, für unsere Schöpfungen übernehmen müssen. Zurzeit in der alten Welt, die Erdepoche, schimpfen wir immer über das, was geworden ist. Das macht keinen Sinn. Das ist absoluter Quatsch. Ja? Wir müssen Verantwortung für das noch Werdende, für die Zukunft übernehmen. Damit sind wir im Geistigen. Auch alle Informationen, die wir uns zufügen, ja, all das spielt alles eine Rolle. Und präsent sein im Hier und Jetzt. Und das Geschenk ist, dass wir erkennen können, ah, das ist daraus geworden. Wir können immer, ne, das, was wir sozusagen als Welt wahrnehmen, ist sozusagen wie das Geschenk des Ergebnisses, was wir kreiert haben. Ja, natürlich, wir haben das alles selbst erschaffen. Ob uns das schmeckt oder nicht, ob wir das verstehen oder nicht. Ja, das in dem Moment, wo wir uns selbst erlösen von den Anhaftungen am Außen, erlösen wir die Welt. Lösen wir die Welt. Wir sind keine Opfer. Ja, sehr schön. Das beinhaltet natürlich auch die Übernahme der Eigenverantwortung letztendlich. Also ja, die Zeiten des der andere ist schuld sind letztendlich vorbei. Das ging ja auch über Jahrtausende so weit, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt reicht's auch. Wir haben natürlich auch, wenn wir zurückblicken in der Zeit, die es nicht gibt, natürlich das Gefühl, okay, da ist über viele Jahrhunderte zwar eine Menge geschehen, aber in den letzten 2, 3 Jahren ist so viel geschehen, wie, ich sag mal, sonst in 20 Jahren nicht. Würdest du sagen, dass hier äußere Einflüsse eine Rolle spielen, dass eben unsere Schöpferkraft, das, was du gerade beschrieben hast, schneller sich umsetzt? Oder welche Mechanismen sind aus deiner Sicht daran beteiligt? Ich vergleiche das sehr gerne mit einer Geburt. Das heißt, das Baby ist fertig. Es kann jetzt geboren werden. Es findet jetzt der nächste Lebensabschnitt statt. Ja? Und es war alles richtig. Es war alles in Ordnung. Das Baby musste heranreifen. Ja? Es ist in diesem Bereich seines Entwicklungsstadiums war das eben alles genauso richtig. Und jetzt entstehen ordentliche Presswehen, weil das Leben geht weiter. Nur eben, deswegen auch finde ich das mit der Geburt so toll, komplett anders, als man dachte. Ja, wir versuchen jetzt alle noch ein bisschen Nabelschnur einzupacken, ein bisschen Fruchtwasser abzufüllen, weil wir denken, wir brauchen das in der neuen Welt. Nein, wir werden jetzt durch irgendetwas durchgequetscht und das werden wir definitiv dann nicht mehr gebrauchen können. Ja? Und das wissen wir noch nicht. Wir verstehen das noch nicht. Und auch das ist okay. Auch das ist okay. Und es ist deswegen auch so aufregend, natürlich sich darüber zu Gedanken zu machen, wie wird es sein in der neuen Welt. Und klar, wir haben natürlich gewisse Wahrnehmungen, wir können da so ein bisschen was erahnen, aber so richtig tun wir das. Ja, es ist halt wie nach einer Schwangerschaft. Es ist ein komplett anderes Leben. Ja, es wird mehr Raum. Ja, und so ist es ja auch. Wir sprechen ja auch von dem Dimensionswechsel. Was macht es denn mit uns? Was bedeutet es eigentlich? Wir bekommen einen Zugang, mehr Dimensionen, mehr dimensionales Wahrnehmen. Zusätzlich zu unserem gewohnten dreidimensionalen Wahrnehmen hinzuzubekommen. Und wir werden Dinge wahrnehmen, die wir uns auch gar nicht vorstellen können. Und auch hier wieder passt die Analogie von aus dem geschützten Mutterleib in die Welt entlassen zu werden. Ja. Es wird halt komplett anders sein. Und ja, wir schreien gerade und wir wehren uns und wir fürchten uns vielleicht auch und wir vermuten auch, dass da einige unserer Menschheitsfamilie ganz böse Pläne haben. Das mag ich nicht zu beurteilen. Ich habe da eine Meinung zu, aber die ist nicht relevant, weil das ist einfach nur meine Meinung. Ja? Denn letztendlich wissen, tun wir gar nichts. Ja? Die Wehen müssen sein. Punkt. Die müssen sein. Und die 3 Jahre waren für mich eine super starke Sinnkrise, die mich persönlich sehr reich beschenkt hat. Ja. Ja,
Sehr schönes Bild, Linda, auch mit der Geburt eben. Ja, was er erklärt, 9 Monate lang passiert nur ganz wenig in kleinen Schritten. Ne, das ist noch nicht wirklich so sichtlich. Dann wird es immer sichtbarer, irgendwas will da wachsen. Und dann ist im Grunde genommen die Geburt als solches dann ein relativ kurzer Zeitraum im Verhältnis zu den 9 Monaten. Und der, ja, in dem befinden wir uns, denke ich, gerade jetzt. Und wenn du das dann eben auf diese Entwicklungszeit hinsiehst, dann sind das schon ein paar Jahre, die dann für uns eben diesen Geburtszustand letztendlich darstellen und uns wahrnehmen lassen. Ja, ich meine, in so einer Geburtsphase, und jetzt kommen wir ja darauf auch, es verändert sich viel. Du hast das schon gesagt, man will vielleicht noch versuchen, mit den alten Taktiken, Fruchtwasser, Nabelschnur mitnehmen, in die neue Zeit gehen. Aber ich sag mal, durchs Nadelöhr, so ist es ja schon geschrieben, wird ein Kamel gehen, also bevor irgendjemand da durchgeht, der viel Hab und Gut mit sich tragen will, also die Nabelschnur und Fruchtwasser etc. Was ist das Beste, was wir jetzt eben eigentlich tun können in diesem Geburtskanal, um eben diese Veränderung, ja, geschehen zu lassen? Ich glaube, das ist das Wichtigste, was jeder Einzelne zurzeit für sich tun kann. Und aus meiner Sicht würde ich das schon fast als Muss bezeichnen, ist die innere Stabilität zu erlernen und zu erlangen. Wirklich fokussiert im eigenen Zentrum, sich selbst kennenlernen, die eigene Wahrheit kennenlernen, stabil in ihr zu sein, kompromisslos, entschlossen. Entschlossenheit in sich selbst auch zu trainieren, ja. Resilienz. Für mich ist auch Spiritualität, sich selbst führen zu können, ja. Und das kann man auch, glaube ich, ganz gut verstehen, wenn wir uns bewusst machen, dass wir kommen ja aus der Erdepoche, wo das, was wir als das Außen wahrnehmen, so sehr bürokratisch, ja, sehr stabil, sehr fest, ja, feste Materie auch, ja. Das ist eine sehr schwerfällige Energie. Jetzt sind wir ja in dieser Luftepoche oder im Übergang zur Luftepoche, wie auch immer man das genau definieren möchte. Und da ist ja, das Äußere wird veränderlich, es wird beweglich, es wird nicht mehr so starr, nicht mehr so fest. Das heißt, das Außen wird auf einmal luftig veränderlich leicht. Ja? Was müssen wir jetzt tun? Jetzt müssen wir den Umkehrprozess hinkriegen. Denn in der Erdepoche war es wichtig, dass wir geistig und innerlich leicht waren, ja, innovativ waren, flexibel waren, weil sonst wäre das alles viel zu starr gewesen. Ja, wenn wir alle bürokratisch gewesen wären in dieser Erdepoche, das hätte sich überhaupt nichts bewegt. Ja. So, und da brauchen wir eigentlich einen lebendigen und flexiblen Geist und auch eine innere Haltung diesbezüglich. Und jetzt gehen wir in das leichte Veränderliche im Außen und müssen diese Stabilität im Innen. Es braucht diese Balance, ja. Es ist wichtig, dass das Gleichgewicht hergestellt wird. Man kann auch sagen, diese Polaritäten, die sich gegenseitig bedienen, ja. Auf der einen Seite das Leere, auf der anderen Seite das Leichte. Es findet ein Umkehrprozess statt. So viel zu sind es Kräfte von außen. Ja, es ist einfach die Dynamik, der Entwicklung, ja. Der Schöpfung auch. Und jetzt findet ein Umkehrprozess statt. Viele sprechen ja auch vom Polsprung. Das würde auch dazu passen. Ja? Und man sieht es auch in der äußeren Welt, die Wahrheiten, die umgedreht werden. Ja? Der gesunde Symptomfall war dann auch ein gefährlicher Krankenkehr. So, wo man denkt, hä? Okay. Und da gibt es ja ganz viele solcher Geschichten. Das heißt, es findet ein Polsprung nur etwas anders, als ich mir den vorgestellt habe, statt. Ja? Vielleicht kommt der andere ja auch noch. Aber und das bedeutet jetzt für uns, dass wir absolut fest werden müssen in uns. Und da passt nämlich auch sehr schön die Verantwortung wieder mit rein, die Eigenverantwortung. Denn wir müssen uns bewusst machen, dass wir immer mehr wahrnehmen und verstehen werden, dass wir Schöpfer sind. Ja? Da wird uns nicht irgendwas geschenkt, sondern wir werden immer mehr begreifen, dass alles, was wir irgendwie zum Ausdruck bringen, dass es etwas kreiert, schöpft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in uns stabil sind und Verantwortung übernehmen. Das muss jeder Einzelne für sich tun.
Ja, absolut. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Fundament eben. Und weil du das gerade sagst, ich habe auch den Eindruck, dass eben gerade diese schöpferischen Fähigkeiten nicht nur zunehmen, sondern dass der Zeitpunkt, von dem ich denke an etwas oder wünsche mir etwas oder stelle mir etwas vor, bis zu dem, dass es sichtbar wird vor mir, viel kürzer ist, als es in der Vergangenheit war. Das heißt, es wird uns leicht gemacht, diese Zusammenhänge dieser beiden Bereiche des eben Erschaffens im Geiste und des Empfangens im Physischen, eben diese ja, Brücke zu bilden und damit zu erkennen, dass wir wirklich Schöpfer sind. Vorher war das ja immer so ein bisschen dahingesagt, für viele vielleicht gar nicht nachvollziehbar, aber ich glaube, es wird immer mehr und immer deutlicher für immer mehr Menschen dieser Zusammenhang klar. Das würde ich sagen, liegt auch in dieser Schnelligkeit dieser Realisierung. Nimmst du das auch so wahr? Absolut. Es wird immer schneller, es wird immer klarer. Generell auch diese, also das einmal ist dieses Schöpfen, dieses Manifestieren oder Schöpfen, Kreieren und aber auch dieses andere Menschen wahrnehmen oder Tiere wahrnehmen. Also ich finde so, dass generell die gesamten Fähigkeiten, die es uns erlauben, da wo es ja hingeht, uns als Ganzheit zu begreifen, ja, das wird immer stärker. Immer stärker. Wir werden immer mehr begreifen, wir können jemand anderem nicht was antun, ohne dass wir es uns selbst antun. Ja? Wir begreifen, dass wir alle zusammengehören und damit ist die gesamte Schöpfung gemeint. Ja? Und das ist ja wie eine Spirale. Das ist das eine, dass unsere Schöpfungen sich immer schneller realisieren, dass überhaupt alles schneller wird, auch ein Zeichen des Luftzeitalters, ein Merkmal. Ja? Aber das ist ja nicht nur dieser eine Peak, ja, sondern das ist eine Spirale. Das wird immer größer, immer mehr und immer schneller. Deswegen ist es so wichtig, dass wir im Zentrum stabil sind. Auch hier, ich komme nochmal drauf zurück, bei mir ist das unglaublich wichtig. Denn es passiert wirklich in einer Spiraldynamik, dass unsere Fähigkeiten, unsere Wahrnehmungen, wir werden nachher gar nicht mehr nur darüber nachdenken. Jetzt nehmen wir es noch wahr und benennen das und sagen, wow, das geht aber fix. Wir werden irgendwann fast wie die Zeit dafür nicht mehr haben, weil wir wirklich nicht aufpassen müssen. Noch würde ich das so benennen, damit das irgendwie klar wird. Das ist wie so ein Jongleur, der kann dann auch nicht anfangen und sagen, boah, so dieser Ball, so wenn du da anfängst, dich und dann mit jemandem zu unterhalten, wie genau du das auf der Katsche, der ganze Quadratschot, ja. Wir werden immer mehr zum Jongleur und dann ist es aber ganz wichtig, ja, dass du dich auf das konzentrierst, was du bist. Und gar nicht mal mehr so sehr auf das Tun, ja, damit das, weil sonst knallst du weg. Ja. Und das ist ab. Das ist, und da können wir ganz vieles, können wir schon wahrnehmen. Alles verständlich, ne? Ja, absolut. Ich finde das total klasse, was du gerade gesagt hast, weil das für mich auch einen wichtigen Punkt rüberbringt. Also es sind ganz viele gerade, die ich im Kopf habe, die hoffentlich gleich noch rauskommen. Aber lass uns da noch mal bleiben bei dem Jongleur. Er kann es dir in der Sekunde gar nicht erklären, aber er fühlt jeden Gegenstand, den er jongliert. Und wenn du in diesem Feeling bist, in dem Fluss des Jonglierens, dann würde das Durchdenken, das Analysieren des Prozesses dich komplett rausfliegen lassen. Und ich glaube, das ist es, was du eben gerade auch beschrieben hast. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Und deshalb ist es so gut, dass wir eben in dieses Urvertrauen auch reinkommen, als Basis. Es wird schon gelingen, ja. Also so wie das Kind, was eben durch den Geburtskanal geht, das kann vorher ja nicht atmen üben, weil dann schluckt das Wasser, macht es ja auch oft genug. Aber wenn dann erstmal die Fruchtwasserblase geplatzt ist und dann atmet es und darauf muss es vertrauen. Wahrscheinlich ist auch der Punkt für uns ganz wichtig, oder? Absolut. Natürlich. Und weißt du, das Spannende ist, Kai, wenn das, was wir heute besprochen haben, wenn das für uns wahr ist, und für mich ist es das, dann ist es leicht zu vertrauen, denn wenn der Geist den Plan vorgibt. Und deswegen, auch wenn der Jongleur nicht mehr denkt, aber er ist verbunden mit seinem Geist. Ja, das sind zwei, ne, Verstand, das ist der Geist, ja. Der Verstand wird bestmöglich vom Geist informiert. Das heißt, wenn der Geist den Plan vorgibt und die Seele, und da sind wir nämlich mit diesem Gefühl und auch Vertrauen,
Seele sich sowieso als formloses Wesen da rein ergießen muss. Sie sucht immer die Form, in die sie sich ergießen kann, weil sie ist formlos. Sie ergießt sich in Bewusstseinsformen, Bewusstseinsfeldern. Und Geist gibt einen Plan, ein Feld vor. Und wenn Geist und Materie zusammenkommen und wenn wir dann nicht mehr zweifeln, das ist spannend. Ja? Das heißt, Vertrauen, ja, das reicht aber schon, nicht mehr zu zweifeln. Dann muss es werden. Es gibt nichts, was nicht werden wird, was wir wollen. Es gibt nichts, was scheitern kann, weil wir sind Schöpfer. Und das ist so abgefahren. Ja, wir dürfen vertrauen, weil es keinen Sinn macht, nichts zu vertrauen, weil wir sind Schöpfer. Es macht keinen Sinn, nicht zu vertrauen. Das, was wir noch so tun, uns mit Händen und Füßen gegen den Geburtsvorgang sperren und sehen, was da draußen alles läuft und wie schlimm alles und wie dramatisch und was uns das alles kostet. Ich verstehe diese Gedankengänge. Die hätte ich auch, würde ich mich mehr damit befassen. Deswegen tue ich das nicht mehr, weil mir tut es nicht gut. Ja, ich konzentriere mich auf das, was mein Job scheinbar ist. Ja. Wir müssen aufhören, daran zu zweifeln, dass das Leben für uns ist. Dass wir Schöpfer sind, dass wir Liebe sind, dass das Gute, was wir, wo wir hinstreben, schon längst erschaffen ist. Es ist schon manifestiert. Es muss sich nur noch materialisieren. Und das passiert, indem nicht die Zeit vergeht, sondern indem wir durch unsere Klarheit es immer mehr ins Sichtbare holen. Wenn wir es sehen können, wird es sichtbar werden. Und nur dann. Deswegen, es muss viele geben, die das Neue fühlen, sehen können. Die ganzen kleinen, minimalen Facetten der positiven Entwicklung wahrnehmen. Sie sehen. Und wertschätzen, weil dadurch öffnet sich noch mehr Ansehen. Weißt du, wir sind ja in diesem Aufstiegsprozess, das ist ja das Verrückte. Ich kann nicht genau erklären, wie es passiert, aber die meisten Zuschauer wissen, wie es geht. Ja? Das heißt, das, was wir mit unseren Augen sehen, wird ja in unserem Gehirn zusammengebastelt in Bildern. Ja? So genau. Das kann ich einfach nicht besser beschreiben. Das Verrückte ist, unser Gehirn bastelt noch nach alter Gewohnheit all das zusammen, was wir sehen. Aber unser System sieht schon viel, viel mehr. Unsere Wahrnehmungsantennen, unsere Wahrnehmungsfilter, ja, die Antennen sind alle an, ja, die Wahrnehmungsfilter sind schon längst abgebaut, ja. Deswegen sind auch viele schwindelig, deswegen haben viele auch Symptome oder eine unglaubliche Müdigkeit oder nehmen Dinge wahr, die vielleicht auch ein bisschen spooky und erschreckend sind, ja, Klarträume und, weil unser System, unser eigenes System, nimmt schon so viel wahr, nur unser Verstand muss noch lernen, die Bilder in eine Form von Realität zu formen, die für uns annehmbar ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir fokussiert bleiben. Nochmal, ich schließe jetzt den Satz, der war sehr lang, ich weiß. Schöpfer. Ja, es macht keinen Sinn, nicht zu vertrauen. Wozu? Wozu? Absolut. Perfekt. Sehr gut. Und die Punkte, die du gerade ja auch gebracht hast, so wertvoll, weil du sagtest so im Nebensatz, ja, ich schaue mir das auch gar nicht mehr an, was da draußen passiert, weil mir das nicht gut tut. Und wenn ich das zusammenbringe mit dem, was du vorher sagtest, dass die Seele sich in die Form ergießen möchte, dann ist doch die Frage, in welche Form möchte ich meine Energie gießen? Und wenn ich mich eben auf das Äußere richte, dann gieße ich auf einmal meine Aufmerksamkeit in eine Form, die irgendein anderer für mich geformt hat, die aber mir gar nicht entspricht. Und schon bin ich fremdbestimmt, ob das durch Angst gelenkt ist oder durch wie auch immer geartete Medien, die das mir versuchen beizubringen. Ich meine jetzt die Medien, Fernsehen, Rundfunk und so weiter, wir wissen schon. Das heißt also genau, zu mir selber zu kommen, heißt auch, bei mir zu sein und damit für mich die Energie, und das ist ja das, was wir als Schöpfer im Grunde in uns tragen und aus dem Universum bekommen, durch die Angebundenheit, in die Form zu gießen, die mir entspricht. Absolut. Und dazu ist es so wichtig, eben sich auch mal abzukoppeln und sich reinzuschenken in diesen eigenen Raum. Denn nur da kann ich diese Formen, die mir entsprechende Formen finden. Absolut.
Und da beginnt wieder Verantwortung. Weil viele, die jetzt zuhören und sagen, und das vielleicht noch nicht gemacht haben vorher, und sagen, okay, das versuche ich mal, werden eines feststellen. Angst. Wenn wir anfangen, unsere Schöpfermacht zu begreifen, wenn wir beginnen zu begreifen, dass das so ist, wie wir es gerade besprochen haben, kann es bei dem einen oder anderen Stress auslösen. Weil wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja nicht nur reine Gedanken. Ja? Wir machen vielleicht auch mal Fehler oder. Und dann kann das sein, dass man wieder anfängt zu schludern. Ne? Dann ist der Griff zu Netflix oder zu anderen Ablenkungen wieder schneller und größer, dann Schluck Alkohol oder doch wieder Unbewusstheit, weil wir es nicht aushalten in dieser Verantwortung. Ja? Und doch möchte ich jedem Mut machen, einmal sich entspannen an dem Punkt. Es geht nicht um Perfektion, es geht, das zu lernen, ja. Und auch die äußeren Rahmenbedingungen und auch alles, was da passiert, darf gerne passieren, damit wir bemerken, dass wir da aussteigen müssen. Das kann gar nicht. Die äußere Welt, die alte Welt, täte gut daran, sich wirklich nicht zu verbessern. Ja? Es wäre wirklich gut, wenn der Kladderadatsch weiter so geht. Damit der Prozess, in dem wir stecken, es geht nämlich gar nicht um die alte Welt. Das ist ja schon Vergangenheit. Und die wird auch keine Zukunft kreieren, die alte Welt. Die wird nur Zukunft kreieren, wenn wir in diese Felder immer reingehen. Aber es muss so sein, damit wir lernen, zu uns zu kommen. Es ist gut, dass sie so sind. Da werde ich wahrscheinlich wieder einige Kommentare kriegen. Ich hoffe, ihr haltet das aus. Ja, das mag nicht jeder, wenn ich schon mal so rede. Ja. Aber für mich ist es wirklich, ohne dem würden wir nicht diesen Ausweg hier finden, nach innen. Genau, deshalb eben ja aus der Situation das Beste dann auch zu machen und eine Geburt abzubrechen ist keine Option. Also von daher, wir müssen da jetzt durch. Aber wir können das ja auch nochmal positiv fokussieren. Denn hey, es ist ja unterm Strich so, wir sind Schöpferwesen. Ob wir nun uns dessen bewusst sind oder nicht. Ja, wenn ich sage, oh, so ein Scheißtag heute, ja, dann wird der auch Mist. Ich fühle mich betrogen, werde auch noch betrogen, so alles Müll. Jetzt, wenn ich aber die Chance habe, okay, ich sehe, da ist ein Zusammenhang. Ja, ich stelle mir was vor und plötzlich kommt das in mein Leben. Dann kann ich das positiv nutzen. Dann übernehme ich zwar Verantwortung, okay, wie du sagst, da kann man auch mal Schiss vorbekommen, keine Frage, klar. Aber auf der anderen Seite, was bedeutet es denn, wenn ich dieses latent vorhandene Wissen unterdrücke, weil ich Angst habe vor der Verantwortung? Ich glaube, am Ende würde ich mich damit nicht besser fühlen, sondern eher schlechter, weil ich meine Chance nicht genutzt habe. Ja, noch viel krasser, wenn du unterdrückst. Das Leben gibt dir ja nicht das, was du willst. Das Leben gibt dir das, was du bist. Genau. Das, was du bist, ist das, was du glaubst, was du bist. So, wenn du jetzt anfängst zu unterdrücken, dann manifestierst du Unterdrückung. Was haben wir denn jetzt in den vergangenen 3 Jahren gehabt? Da gab es dann welche, die dachten irgendwie, wir wären nicht mündig. Ja, so. Man könnte es auch als Unterdrückung bezeichnen. Ja, so. Ja, wir unterdrücken. Wir unterdrücken unser wahres Selbst. Kein Wunder, dass wir so einen Kaderanstalt draußen haben. Dass uns keiner ernst nimmt als Bürger, als Mensch. Ja, das ist einfach nur ein Spiegel. Ja. Wir fühlen uns nicht gut, natürlich nicht. Und die Zeit ist einfach auch vorbei. Die Zeit des Opferseins ist vorbei. Ja, also der Wandel kann anstrengend sein, eine Geburt ist auch anstrengend, aber die Zeit ist vorbei. Wir können nicht mehr einfach einem Politiker folgen, ja, oder dieser Weltenbühne da folgen. Und glauben, sie machen das schon mal. Nee, das ist jetzt vorbei. Du hast vorhin gesagt, das Kind fängt an zu atmen, wir müssen jetzt atmen. Wir müssen jetzt eine saugen, ne? Also sind wir ja ein Säugling, dann werden wir zum Fressling, irgendwann müssen wir auch lernen zu essen und irgendwann müssen wir auch eben uns einbringen. Ja? Das ist einfach so. Ja, richtig. Und darin aber auch wieder das Schöne sehen, ja. Die neuen, du sagtest das vorhin so schön, der Horizont weitet sich. Also es wird viel weiter, es wird viel größer, es wird viel mehr möglich. Und da drin, das ist ja auch die Veränderung. Ja zu sagen zu diesem Prozess, ja zu sagen zum Leben. Denn
es, ja, wie soll ich sagen, letztendlich bis zum gewissen Punkt drückt es halt, aber den Schritt des Atmens muss dann wieder jeder selber tun. Und deshalb ist jeder für sich die Veränderung, denke ich, die dann eben in der Gemeinschaft ein ganz neues Wir-Gefühl, ein ganz neues Sein offenbart. Aber das kann nur geschehen, wenn eben jeder bereit ist, die Veränderung in sich zu gehen. Genau. Absolut. Und ich glaube wirklich, dass diejenigen, die bereit sind und diejenigen, die das tun, die werden das erleben. Also ich glaube wirklich, dass es unterschiedliche Realitäten von der Wahrnehmung her geben wird und meiner Meinung nach auch schon gibt. Ja? Also die diesen Weg gehen, die nehmen etwas ganz anderes wahr als ihr Leben, als ihre Welt, als manch anderer, der noch nicht an den Punkt angekommen ist. Ja? Und ja, es ist gut. Also jeder darf und jeder darf in seinem eigenen Tempo. Und du sagst das schöne Sehen definitiv. Also das meinte ich vorhin. Wir müssen das Schöne sehen können. Ja, auch jetzt schon. Nicht erst, wenn es alles schön ist, weil durch unseren Blick auf das Schöne, auf das Gute, auch auf den Flow, auch auf die Hingabe an das, was ist. Ja, da wird so viel freigesetzt und befreit auch. Und das macht diesen Raum eben dann auch auf. Und natürlich ist es wunderschön. Es ist wunderschön. In meiner Welt ist es wunderschön. Es steht ja auch schon geschrieben, ich gebe dir das Land, das du siehst. Und wenn ich die Augen zumache und nicht sehe, dann werde ich auch nichts empfangen. Genau. Ja, stimmt. Guck an. Den Satz kannte ich gar nicht, aber das ist gut. Ja, das ist sehr schön. Linda, also die Veränderung in dir. Jetzt ist ja jeder natürlich auf einer anderen Ebene gerade, an einer anderen Position. Ich meine, wir sind alle in einer Welt groß geworden, sage ich mal. Wir sind ja auch beide ein Jahrgang, da tickten die Uhr noch ein bisschen anders. Jetzt haben wir diese Geburtswehen, von denen schon gesprochen haben und sind auch darauf gekommen, was kann man noch unterstützend machen? Wie kann man sozusagen sich selber darauf auch einlassen? Das Urvertrauen haben wir schon erwähnt. Was ist mit der Anbindung an die geistige Welt? Du lebst das sehr intensiv, du hast die auch für dich schon entdeckt, die hat letztendlich ja jeder Mensch. Vielleicht erstmal, was bedeutet sie dir gerade jetzt in dieser Zeit? Gute Frage. Dass ich da nicht mit beantworten kann. Das ist für mich so eins, so normal. Was bedeutet das? Das ist ungefähr so, als würdest du mich fragen, was bedeutet es dir zu atmen? Ich kann das nicht beantworten. Für mich ist das ist nicht getrennt von mir, von niemand. Ja? Wir sind ein Bewusstseins, Partikel, ist das vielleicht ein gutes Wort? Ein Bewusstseinseinheit, ja, aus einem großen Ganzen, welches jetzt hier in diesem menschlichen Körper diese Erfahrung macht, jetzt egal, ob man das jetzt Traumrealität oder sonst wie auch immer nennt, aber das ist nur ein Teil dessen, was ich bin. Und die Frage ist, was ist die geistige Welt? Also, um das beantworten zu können, müsste ich wissen, was meinst du mit geistiger Welt? Für mich ist die geistige Welt alles, was ist. Und das alles, was ist, bin ich. Und reicht dir das an Antworten? Ich kann es Ja, ich finde das spannend. Ich finde das sehr spannend. Sehr schön. Ja, weil natürlich, es geht um die Definition. Ich würde mal sagen, für mich ist es so, ich bin eins mit allem Leben. Das ist das, was du gerade ja auch gesagt hast. Und wenn ich das fühle, wenn ich mich dafür öffne, du hast vorhin davon gesprochen, von den Antennen, die ja alle auch da sind. Und ich glaube, dass jetzt diese Zeit und das fühlen ja immer mehr Menschen eben für jeden diese Antennen spürbarer werden lassen. Also da kommt jetzt auch was rüber, was dann empfangen wird, was ja, ich sag mal, wenn wir jetzt mal 30 Jahre zurückgehen, von vielen eben noch für Spinnert abgetan wurde. Und da wollte ich so ein bisschen darauf hinaus, dass das auch ein Bereich aus meiner Sicht für diese neue Zeit ist, was uns unterstützen kann bei diesem Prozess. Mir persönlich geht das so, dass die Anbindung eben an mein höheres Selbst oder auch ja die Wahrnehmungsebenen, die mich unterstützen im Hier und Jetzt,
Die möchte ich nicht missen. Für mich ist das wirklich auch so, wie du sagst, natürlich wie das Atmen. Aber das war nicht immer so. Also für mich schon sehr lange, Gott sei Dank. Aber das ist nicht für jeden Menschen so. Für manch einen ist das vielleicht wie das erste Mal Atmen, wenn man plötzlich spürt, da ist noch was. Ja, absolut. Also ja, ich würde jedem Menschen wünschen, dass er sich dafür öffnen kann, dass es da mehr gibt, außer das eigene Sein aus Fleisch und Blut und die materielle Welt hier, ja, sondern der Raum, wenn ich das so nennen darf, der ist voll mit Informationen, mit Seinszuständen, ja, ich nenne es Wesenheiten. Da ist so vieles Großartiges, da machen wir uns gar kein Bild von. Und darin sind wir eingebettet. Ja? Das ist wie dieser Tropfen im Ozean. Ja? Der Tropfen ist der Ozean. Die Grenzen verschwimmen, sobald er eintaucht. Ja? Da ist er ein Teil des großen Ganzen, aber er ist ja nicht mehr der Teil, sondern dadurch, dass er sich auflöst, ist er das große Ganze. Ja? Und wir können uns an diese gesamten Informationen anbinden. Und das haben ja auch viele Menschen schon weit vor unserer Zeit gemacht. Die Propheten, die Dinge vorhersagen konnten, wo wir sagen, ein paar hundert Jahre weiter, ja, nicht sagen, wo man sagt, hey, woher konnte derjenige das wissen oder sehen? Ja? Und dieses ganze Mysterium, Leben und Zeit, also Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, das ist so ein spannendes Feld. Da wissen wir auf jeden Fall, dass wir gar nichts wissen. Ja. Selbst mit unserer ganzen Quantenweisheit ist das auch nur ein Teil Wissen, was ich glaube, wir gucken als Menschen von innen, wir stehen in der Box und versuchen die Welt außerhalb der Box irgendwie zu beschreiben. Ja. Es wird uns nicht gelingen. Ja. Wir müssen schon uns aus der Box herausbewegen, um die Größe, die nicht aushaltbar ist, um das überhaupt zu erfassen. Ich hatte im Sommer letzten Jahres habe ich eine unglaubliche schamanische Zeremonie beiwohnen dürfen und da bin ich so verschmolzen mit allem, was ist, ja, mit der Idee des Schöpfers, ja, also dieser explosive Eruptions Energiekanal, ja, der in alle Richtungen strebt, das war nicht auszuhalten. Ja, also die Wahrheit ist so groß, so voll von Informationen, das kriegen wir in unserem kleinen Erbsenverstand gar nicht ein. Ja, es macht großen Sinn, sich zu verbinden mit dem, was da Großes uns hervorbringt, ja, was wir glauben zu sein. Ja. Ja, sehr schön. Ja, und ich glaube, dass da auch ein Schlüssel drin liegt. Also je mehr Menschen eben genau solche Peak Experience erleben dürfen und diese Einheitsgefühle erleben können, sich dafür öffnen, wie du sagst, umso klarer können sie selber in ihrem Schöpferdasein, in ihrer Verantwortungsübernahme eben auch wirken. Denn wenn ich eben denke, ich bin der Tropfen in der Wüste ganz alleine, dann fühle ich mich eben angegriffen und so weiter, ja. Also alleine und hoffnungslos. Und wenn ich aber merke, dass ich im Kreislauf eines Größeren bin, dass dieser Tropfen im Grunde genommen immer auch verbunden mit dem Meer ist, weil er wird wieder verdunsten und er wird wieder niederregnen und wieder im Meer aufgehen und war nie dem Meere entgangen sozusagen. Dann, und das ist das, was ich eben auch fühle, dann gibt das Kraft, ja, das gibt Energie, das gibt Freude, das gibt eben, ja, dieses höchste Wissen, nicht zu wissen, aber alles zu fühlen. Genau. Ja, nicht wissen zu müssen, Genau. sondern zu leben. Und das Göttliche auf diese Erde zu bringen, in diese 3D-Matrix reinzubringen, durch das pure Sein. Genau. Perfekt. Genau das ist es. Und deswegen gerne mit Freude, mit Leben, wie du sagst. Ja, die Menschen dürfen wieder leben. Ja, wir reden von Eigenverantwortung, von Erwachen, von Bewusstsein, aber bitte auch leben. Ja, Erfahrungen machen. Scheitern, hinfallen, sich irren, ja, was ausprobieren, was Neues dazulernen und Mitgefühl haben mit sich selbst, mit anderen, ja, und ja. Ja, und in der Liebe sein. Die Liebe zum Leben und die Liebe zu sich selbst.
Das macht so viel Freude und auch so, wie wir jetzt beisammen sind und letztendlich auch mit vielen, vielen Zuhörern ja verbunden sind, egal wann sie dieses Video sehen. Wir sind eins und wir können uns fühlen, wir können einander verbunden sein, egal wo wir auf diesem Planeten gerade sind oder eben in dem Ort, den es eigentlich gar nicht gibt, zu der Zeit, die nicht existiert. Es ist eins und ich bin. Und das kann ich hier zum Ausdruck bringen. Es ist ja diese Freude, dann auch die Veränderung zu sein, um diesen Platz und diese Möglichkeit auszuschöpfen und das Leben aufzusaugen. Absolut. Ganz genau. Uns selbst mit der Welt teilen. Unsere Gaben mit der Welt teilen. Die meisten Menschen verstecken sich noch so, streben nach Perfektionismus oder trauen sich nicht und verstecken das, was in ihnen ist, ja, was sie mitbekommen haben. Sich der Welt zeigen. Sich einbringen. Wie die Pflanzen, die bringen sich auch einfach ein. Und das ist unser Job. Und damit holen wir das Göttliche in unsere Matrix hinein. Genau. Super, den Himmel auf Erden holen. Das ist klasse. Also ja, das ist letztendlich doch die Motivation. Also wenn ich jetzt in dem Geburtskanal stecke, ich gehe da jetzt noch mal rein, obwohl ich bin übrigens Kaiserschnitt geborenes Kind, ich habe davon überhaupt keine Ahnung. In diesem Geburtsprozess sind wir jetzt ja aufgefordert, eben nicht nur die Wehen arbeiten zu lassen, sondern selber aktiv zu werden, um uns diesem Licht am Ende des Tunnels, sozusagen am Ende des Geburtskanals hinzuwenden und damit aktiv zu sein und ja, durch unsere Veränderung, durch unser Ja sagen, diese Geburt voranzubringen. Und ich glaube, in diesem Jahr 2023 ist genau das wirklich gefordert. Jetzt gibt es kein Zögern mehr, oder? Wie empfindest du die Energie des Jahres? Bitte ich stark. Ja. Es geht wieder nach vorne. Es kommt jetzt diese Entschlossenheit rein. Ja. Dieser Enthusiasmus, Ideen, Visionen, wieder den Mut, was zu bewegen, wieder lebendig zu sein, leben zu wollen. Ja, du hast den Part, den wir schneiden, wahrscheinlich das Internet so schlecht, weil da habe ich noch gehört, so, ich will leben. So. Das ist, aber das ist genau diese Energie. Wir haben so die vergangenen 3 Jahre war eher so das Leben gedeckelt. Ja. Davor war, ich will leben, vielleicht mehr so eine Ablenkungskultur, ja, irgendwie Party machen oder essen gehen, irgendwie so. Und jetzt ist so dieses Leben, das kommt jetzt von innen heraus. Wir wollen, hier ist es wieder, etwas kreieren, etwas erschaffen. Ja? Und das ist so für 23 ist ein ganz stark wahrnehmbares Energiefeld, was uns eben auch Bock macht, Schöpfer zu sein. Ja? Wo wir über unsere Komfortzone heraustreten, so aus unserer Komfortzone heraustreten, wo wir etwas wagen. Ja? Und das wird auch jetzt die nächsten Jahre anhalten, dass es wirklich von der Dynamik her immer schneller wird und lebendiger wird und immer mehr Menschen, ja, wirklich Lust haben, ihr Leben so in die eigenen Hände zu, was auch immer das heißt für den. Ja, das ist eine starke Energie. Ja. Ja, absolut, absolut kraftvoll. Und ja, wenn wir eben die Angst davor an den Nagel hängen und uns hinschenken in diesem Vertrauen, dann können wir die, glaube ich, auch optimal nutzen. Alles andere würde uns eher bremsen und das Ganze ja auch schmerzhafter machen. Also wenn ich mich dieser Veränderung öffne, dann wird es letztendlich ja, ja, ich würde mal sagen, eine ekstatische Erfahrung werden können. Das ist wie bei einer Geburt, ja. Wenn ich mich dem hinschenke, dann wird das mega. Und wenn man zögert, wird es eher schmerzhaft. Also das ist ja, also dein Bild von der Geburt, das gefällt mir extrem gut, weil das passt auf alles, was wir bisher so besprochen haben. Das ist ja wirklich so. Der Widerstand macht es schwierig. Ja? Aber wenn wir uns hingeben, deswegen meinte ich auch vorhin, da wird so viel freigesetzt, so, da passieren, da werden ja auch körpereigene Hormone freigesetzt. Ja? Oder was ja auch total schön ist, jedes bisschen, was wir an Wachstum selbst durch unsere Hingabe, durch unser Einlassen, durch im Flow sein, uns angeeignet haben. Also je mehr wir davon lernen, je öfter wir das erleben, umso mehr wachsen wir ja. Das heißt, das weitere Wachstum fällt ja immer leichter. Ja? Das steigt ja wirklich eben exponentiell, heißt das, glaube ich, ja, an, wenn wir kleine Schritte jetzt machen, uns trauen, lebendig sein, Vertrauen haben, uns anbinden, das Bewusstsein schulen, ja,
das wird ja immer schneller, immer mehr, was da für uns möglich ist. Ja, da sind wir dann wieder beim Dschungel. Ja, dann irgendwann hast du diese Fähigkeiten, die du einfach dann auch lebst. Ja. Ja. Was auch herausfordernd ist. Wundervoll. Ja, das definitiv, aber es ist letztendlich cool, dafür sind wir angetreten. Genau, ja, deshalb sind wir hier. Und das ist so schön, dass eben ja sich auch immer bewusster werden zu lassen, zum einen und zum anderen, aber auch wirklich zu leben. Und das ist eine Herzensfreude und das erleben wir ja auch immer wieder im Rahmen des Channeling-Portals und des Kongresses, dass diese Herzensverbundenheit eben wirklich was ganz Greifbares, was Fühlbares, Erlebbares ist, was jedem Einzelnen unterstützt, ja, motiviert im Grunde genommen. Informationsprozess weiter voranzuschreiten. Und ich glaube, wenn jeder so dann wären wir ja alle eben Kinder der neuen Zeit sozusagen, ja, in einer neuen Gemeinschaft auch zusammenkommen. Denn das ist natürlich auch so ein Effekt, wenn ich auf das Bild zurückgreife. Vorher waren wir im Mutterleib, jeder für sich irgendwo. Und jetzt, wenn man dann geboren ist, dann können wir alle zusammen eine Riesenparty feiern. Also, hey, das lohnt sich. Ja, gutes Bild, ja, ist so, genau. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Absolut. Linda, so schön. Es ist immer wieder so herzerfrischend, mit dir einen lebendigen Austausch zu haben, wie den eben gerade. Und ja, die Veränderung in uns selbst, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt auch für dieses Jahr, der schon lange vorbereitet wurde und jetzt explosiv, wie du es vorhin schon gesagt hast, gelebt werden darf von uns. Und so danke ich dir von ganzem Herzen für dein Sein. Und mich interessiert natürlich auch immer, was sind bei dir die neuesten Projekte? Was bewegt dich gerade? Was machst du aktuell in deinem Bereich, wo du ja viele, viele ja, Mitmenschen, Seelen unterstützt und begleitest auf ihrem Weg der Geburt? Ja, ich liebe meine Ausbildungen. Das ist einmal das Seinspotenzial-Coaching, das ist eine Coach-Ausbildung, die findet rein online statt, und die Chakra-Therapie-Ausbildung, die hat auch Präsenzwochenenden mit beinhaltet. Darin gehe ich total auf, die Menschen so in ihre Kraft zu führen, in ihre Größe auch. Also ihnen wirklich dabei zu helfen, ihre eigene Größe zu erkennen und ihr Seelenbusiness zu leben. Ja, also das liebe ich, das könnte ich den ganzen Tag machen, das mache ich auch mehr oder weniger den ganzen Tag. Ja, mein Buch kommt raus im Frühjahr, da freue ich mich auch sehr drauf, da bin ich auch sehr gespannt, wie das ankommen wird. Ja, ansonsten neue Projekte. Meine Firma wächst gerade sehr stark, da passiert vieles so im Untergrund, was später mit Sicherheit auch für viele wunderbare Räume bieten wird, die sich entfalten wollen. Aber davon kann man noch nicht so viel sehen, aber da wird ganz fleißig gearbeitet an schönen Strukturen. Wir sind ein großartiges Team, also wirklich Menschen, die ich liebe, die mit mir gemeinsam an dieser Vision einer besseren Welt und ja, Räume zu erschaffen für Menschen, die sich da auch entwickeln und entfalten wollen, dass wir das kreieren. Und das sind so meine Projekte. Schön, wundervoll. Da freuen wir uns drauf und sind ja auch weiterhin in Verbindung über das Portal und natürlich auch den Kongress. Ganz, ganz lieben Dank und alles Liebe für dich, liebe Linda. Danke. Lieber Kai, ich danke dir und auch allen Zuschauern. Ja, ich danke natürlich auch dir, dass du bis hierher dieser Sendung gefolgt bist und ich hoffe, dass die Inspiration und die Begeisterung, die eben hier wieder in der Luft lag, auch dich erreicht hat und dich motiviert, deinen Geburtsprozess und die Veränderung in dir anzunehmen und zu sagen, yes, ich bin dabei und jetzt geht's los, denn die neue Welt entsteht in uns und wenn wir Ja sagen zum Leben, dann sagt das Leben auch Ja zu uns und wir sind mittendrin und nicht nur dabei. In diesem Sinne, wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann like sie bitte, abonniere auch gerne unseren Kanal. Vergiss nicht, bei Linda auf dem YouTube-Kanal vorbeizuschauen und natürlich auch auf ihrer Website, die ganz viel unterschiedliche Angebote präsentiert. Und natürlich kannst du dich auch gerne bei uns in den Newsletter eintragen, denn bei uns gibt es regelmäßig Channelings und Botschaften aus der geistigen Welt oder auch so Gespräche, wie du es eben gerade erlebt hast. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und eine gute Geburt. Ade.